Heute kümmern wir uns darum, einen richtig coolen Toggle-Switch zu bauen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, einen Toggle-Switch zu bauen. Ein Toggle-Switch ist dieser kleine Knopf, wo man drauf drückt, er verändert sich und meistens ändert sich die Hintergrundfarbe. Bei Apple ist es sehr verbreitet, aber auch viele Android-Apps oder sogar Windows-Programme nutzen Toggle-Switches zur Einstellung von irgendwelchen Ja- oder Nein-Abfragen. Das Ganze werden wir jetzt auch machen, weil ich meiner Meinung nach ein großes Potenzial in diesem Button sehe, wenn man draufklickt. Man sieht direkt, wie der Status ist. Das Ganze geht sehr leicht umzusetzen und erspart einem eine Menge Arbeit. Allerdings, bevor wir damit anfangen, zwei Sachen. Das erste ist, für jeden, der Fragen für dieses Video hat oder sonst irgendetwas wissen möchte, unten in der Videobeschreibung, ganz oben steht der Link zu Discord. Einfach auf den Server kommen mittlerweile weit über 600 Leute. Wir gehen ziemlich sicher zur 700 oder vielleicht sogar irgendwann zur 1000. Umso mehr Leute auf dem Server sind, umso mehr Fragen können beantwortet werden. Deswegen schaut dort auf jeden Fall vorbei. Ansonsten, letzte Woche, für alle, die das Video gesehen haben, habe ich ein kleines Special gemacht. Das blendet hier jetzt irgendwo ein. Dabei ging es um einen Monitor und ein Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel hat, wie geplant im Prinzip, am Freitag um 12 Uhr Mittag geendet. Der Gewinner wurde von mir kontaktiert. Kurze Zeit später hat er sich auch gemeldet, was heißt, ich musste nicht mal eine zweite Auslosung vornehmen. Und hoffentlich ist mittlerweile der Monitor zu diesem unterwegs. Ich wünsche diesem Gewinner, hier unten blende ich jetzt gerade den Kommentar ein, viel Erfolg mit dem Monitor, viel Spaß damit bei der Arbeit, viel Erfolg bei deinem Studium, was du in den Kommentar geschrieben hast. Und ansonsten, es tut mir leid an alle, die nicht gewonnen haben. Allerdings bedanke ich mich in diesem Rahmen noch einmal für alle netten Kommentare der letzten Woche. Ich hatte noch nie ein Video, wo mysteriöserweise so viele Kommentare drunter standen. Meistens sind es doch etwas weniger. Also schreib doch einfach mal ein paar Kommentare, auch wenn nicht zu gewinnen ist. Aber wie gesagt, das dazu. Als nächstes geht es jetzt los mit dem Tutorial. Also los geht's. So, heute geht es darum, einen Toggle-Switch selbst zu bauen. Das Ganze ist sehr einfach, bedarf keiner großen Technik und am Ende dieses Videos seid ihr in der Lage, einen solchen Switch wie hier oben zu bauen, wenn man draufklickt, mit JavaScript sogar abzufragen, was sich gerade verändert, also ob er aktiv oder nicht aktiv ist. Und das fragen wir hier oben mit diesem Satz ab. Ihr seht hier, wenn ich hier draufklicke, verändert sich inaktiv zu aktiv und ich kann das Ganze wunderbar machen. Funktioniert schnell, funktioniert fehlerfrei und ist wunderbar. Toggle-Switch allgemein sind sehr praktisch bei Interface-Elementen, weil sie zwei Aufgaben mit einem Element erfüllen. Man kann praktisch mit dem Element, wo man den Wert verändert, ihn gleichzeitig anzeigen. Was heißt, ich sehe gerade, er ist aktiv, er ist nicht mehr aktiv. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr einfach umzusetzen und bedarf keiner großen Technik. Deswegen fangen wir direkt an. Unser Beispiel sieht aktuell allerdings auch so aus. Es ist eine normale Checkbox, es ist mit einem Satz hier oben und kann nicht wirklich viel. HTML-technisch ist hier praktisch einmal eine Style-CSS eingebunden, ganz unten ist eine Function.js eingebunden. Hier in der Mitte haben wir dann zwei Elemente, einmal einen Div-Container mit der ID Ergebnis und der Klasse Ergebnis. Mit der Switch ist aktuell inaktiv bzw. später aktiv und dieser String inaktiv oder aktiv steht hier in diesem Fall in einem Span. Mit der ID-Status. Hier drunter findet sich dann ein Label-Tag. Und das ist extrem wichtig, dass es ein Label-Tag ist, weil wenn man das hier als normalen Div-Container beispielsweise nutzen würde, dann würde es nicht funktionieren, weil nur das Label praktisch als klickbar zählt, wenn dort drin sich ein Input-Feld befindet mit dem Typ Checkbox. Dieser Typ Checkbox hat im Prinzip die ID Toggle-Switch und wir haben einen weiteren Span, also ein weiteres HTML-Element mit der Klasse RoundButton. Im Prinzip wird es später so aufgebaut, dass unser Label ist der gesamte Switch. Unser Inputfeld ist nicht sichtbar und wird einfach ausgeblendet. Unser Span ist in dem Moment dieser dunkle Hintergrund bzw. jetzt der orangene Hintergrund. Und in dem Span werden wir später mit dem Pseudo-Element Before noch ein weiteres Element, nämlich diesen weißen Button erschaffen, der sich dann später hin und her animiert. Das ist im Prinzip alles, was wir machen werden. Und dazu nutzen wir einmal JavaScript, das ist aktuell noch leer. Und wir nutzen dazu CSS. Hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Das hier sind Standardbefehle, die ihr für dieses Video nicht braucht. Das mache ich nur einfach prinzipiell immer, damit man eine Standardoberfläche hat, auf der man arbeiten kann. Was in diesem Video im Prinzip wichtig ist, ist, dass hier Font Size 10 Pixel steht. Im Laufe dieses Videos werde ich mit Rem arbeiten, was bedeutet, dass ich alle Größen in dem Video auf diese 10 Pixel beziehen und je nachdem, wie ich das hier verändere, wird sich alles in der Größe anpassen. Aber als erstes stylen wir mal unser Ergebnis hier oben. Und dazu kopiere ich mir aus unserer Index.html einfach die Klasse Ergebnis raus. Ich kann auch das hier an der Seite einfach mal ausblenden, das brauchen wir nämlich nicht mehr. Und schreibe jetzt hier einfach Ergebnis, Klammer auf, Klammer zu und sage jetzt als erstes Font Size 20, also 2 Rem, 20 Pixel wären das in diesem Fall.
Dann von Family sagen wir Sans Serif, weil wir keine Serifenschrift wollen. Und wir sagen gleichzeitig auch noch, dass wir ein bisschen Abstand kriegen. Padding nach oben in 2 Rem, nach links nichts, nach rechts nichts, nach unten 2 Rem und nach links 2 Rem. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab, aktualisiere und zack, das Ganze steht hier schon mal ein bisschen größer in der Ecke. So, das nächste, was wir machen ist, wir stylen unseren Toggle-Switch. Was heißt, wir stylen dieses wunderbare dunkle Element hier im Prinzip, beziehungsweise legen dafür den Grundstein. Und dafür kopieren wir uns jetzt die Klasse Toggle. Machen die hier rein und sagen wieder Klammer auf, Klammer zu und sagen jetzt als erstes Margin nach oben hin 0, nach rechts 0, nach unten 0 und nach links 2 Rem, damit es gleichmäßigen Abstand hat später. Als nächstes sagen wir Position Relative. Position Relative ermöglicht es uns später, diesen Button hier drin im Prinzip zu bewegen, ohne dass wir den Charakter des Label-Elementes irgendwie verändern. So, das nächste, was wir brauchen, ist Display und hier sagen wir Inline Block, damit wir überhaupt so etwas wie Weite mit 6 Rem vergeben können. Als Höhe nutzen wir hier in diesem Fall 3,4 Rem. Das könnt ihr natürlich anpassen, wie ihr Lust und Laune habt. Das wird später praktisch die Größe des Switches definieren. So, das Ganze speichere ich jetzt ab und bis auf dass sich die Inputbox ein bisschen verschoben hat, sehen wir nichts weiteres. Das nächste, was wir nämlich brauchen, ist hier, wir kopieren uns jetzt, wobei das müssen wir gar nicht, sondern wir können auch einfach uns unsere Toggle-Klasse kopieren und hier hinter einfach Input schreiben. Und das nächste, was wir machen, ist Display None. Was heißt, wir möchten jetzt diesen grauen, diese viereckige Box hier nicht mehr sehen, die ist jetzt weg. Sie ist für uns auch nicht sonderlich relevant, weil wir mit dem Label sowieso immer noch diesen Klickbefehl haben können, wenn wir ihn brauchen. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir stylen unseren Button und dafür brauchen wir das Span-Element. Und das ist auch in Klammern das aufwendigste zu stylen. Nämlich als erstes brauchen wir Position Absolute, damit wir da drin die Werte absolut positionieren können. Und das machen wir mit Top 0, Left 0, Bottom 0 und Right 0. Außerdem brauchen wir Weite 100% und wir sagen zusätzlich noch Background. Und hier kopiere ich mir mal eben meinen Wert raus. Background Color, zack, das ist nämlich dieser Grauwert, den ich hier habe. Sage außerdem Display Block, damit ich überhaupt sowas wie Weite und sowas vergeben kann. Außerdem sage ich Transition All, also alle Befehle sollen animiert werden mit 0,3 Sekunden, also 300 Millisekunden. Und wir machen Border Radius, sagen wir 3,4 Rem, damit wir praktisch, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, diese graue Box hier erschaffen. Und wenn ich das Ganze jetzt angucke, sehen wir hier wunderbar eine Box. Sie ist etwas größer hier, weil ich einfach ein bisschen in den Browser rangezoomt bin. Ich mache wieder auf 100%. Jetzt sieht die praktisch genauso aus. Nur, dass dieser weiße Button hier drin noch fehlt. Und den erschaffen wir jetzt, indem wir im Prinzip einfach sagen, wir wollen Border Button, also Round Button und sagen hier Before. Und mit dem Before Tag können wir jetzt im Prinzip einige Sachen verändern. Und zwar sagen wir als erstes Position Absolute, damit wir auch diesen wieder absolut positionieren können, müssen hier sagen Content, dass wir überhaupt etwas befüllen, damit das Element existieren kann. Sagen hier Height 2,4 Rem, sagen Width 2,4 Rem, sagen Border Radius 100%, damit wir eine runde Kugel bekommen, sagen Display Block, damit ich überhaupt Weite und Höhe verwenden darf, sonst würden diese beiden Befehle schlichtweg nicht anschlagen. Als nächstes sage ich Left 0,5 Rem und sage Bottom 0,5 Rem. Ihr könntet hier natürlich auch Top 0,5 Rem nehmen, werdet das gleiche Effekt haben. Im Prinzip jetzt noch das Ganze weiß färben, also einfach die Hintergrundfarbe verändern. Und damit wir das später animieren können, ebenfalls auch hier Transition All 0,3 Sekunden. Das Ganze speichere ich jetzt ab, aktualisiere und zack, unser weißer Button ist hier. Wenn ich hier klicke, passiert aber noch nichts. Und diesen Befehl machen wir jetzt ganz einfach. Und zwar sagen wir jetzt Input, der immer noch da ist, wenn er checked ist, dann soll etwas passieren. Und zwar das direkt nächste Element, das ist dieser Plus-Operator, soll nämlich Border Round sein. Und hier verändere ich jetzt einfach die Hintergrundfarbe, das kopiere ich mir auch mal eben raus, nämlich mit Background Color Orange, speichere das Ganze ab, aktualisiere und wenn ich jetzt hier draufklicke, sehen wir schon, es schlägt wunderbar an. Das nächste, was wir brauchen, wir kopieren uns das hier einfach einmal runter und kopieren uns hier oben noch diesen Before Tag und sagen, das Ganze hier soll sich ein bisschen verändern und zwar einfach mit Transition Translate 2,6 Rem, 0.
speichern das Ganze ab, aktualisieren, ich klicke hier rein und es geht links rüber. Und eine Sache habe ich vergessen, und zwar brauchen wir hier noch Cursor Pointer, damit wir praktisch jetzt nicht so eine normale Maus haben, sondern wenn ich das Ganze aktualisiere, auch diesen Zeigefinger im Prinzip, dass wir wissen, okay, man kann damit interagieren. Damit funktioniert unser Button schon wunderbar und wir können jetzt, wenn wir hier reinklicken und das Ganze untersuchen, ich mache das Ganze mal als eigenes Fenster, können wir hier im Prinzip, wir sehen hier den Input-Switch und wunderbar, wir schlagen immer noch mit diesem Input-Switch an, obwohl wir ihn eigentlich nicht mehr sehen. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, wir wollen hier oben noch das Ganze mit JavaScript abfangen. Ihr könnt das natürlich, sofern praktisch dieses Input-Feld in einem Form-Element ist, das Ganze auch ganz normal mit PHP oder sowas verarbeiten. Aber ich persönlich finde sowas halt irgendwie praktischer, wenn es on the fly passiert. Was heißt, wenn man beispielsweise das Ganze mit JavaScript abfängt und einfach per Ajax eine Funktion auslöst, dass wenn ich zum Beispiel irgendwas anzeigen möchte, ich aktiviere es und es in dem Moment ist es aktiviert. Es ist irgendwie nicht natürlich, wenn ich nach der Aktivierung eines solchen Toggle-Switches noch einmal speichern drücke oder sowas, wie bei einem Formular ja normalerweise der Fall ist. Deswegen öffnen wir jetzt unsere Function.js, die ganz unten in der Index.html verlinkt ist und können hier jetzt ein bisschen uns austoben. Das erste, was wir machen, ist, wir definieren uns eine Variable, diese heißt Input. Diese Input-Variable ist document.getElementById und hier werden wir jetzt im Prinzip einfach unseren Toggle-Switch einfügen, was heißt, in dem Moment unser Input-Feld ist unser Toggle, also unser Toggle-Switch ist unser Input-Feld, das ja später select wird oder nicht select ist. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Output, also einfach, wo soll es hingehen? In unserem Fall kopiere ich mir jetzt das hier oben einfach einmal hier rein und unser Output ist das Ergebnis, was heißt, Element by ID und dann hier Ergebnis. Das Ganze müssen wir jetzt noch einmal übernehmen und zwar für unser Status. Und hier sage ich Output Text und sage hier hinten Status. Was heißt, wir haben uns jetzt schon mal drei Variablen definiert, die wir später wunderbar verändern können. Man könnte das Ganze jetzt natürlich, sofern ihr mit ES6 arbeitet, jetzt als Let-Variablen definieren, weil diese Werte sich später nicht verändern. Ist es natürlich syntaktisch korrekter, wenn hier nicht Variable steht, sondern Let. Das Ganze ist, wie gesagt, aber ES6 bzw. halt ECMAScript 6 und nicht normales JavaScript, was wir hier gerade schreiben. Das nächste, was wir machen, ist, wir nehmen uns diese Variable Input und fügen diesem einen Event-Listener zu, also add Event-Listener. Ein Event-Listener ist mehr oder weniger einfach eine Funktion, die ermöglicht, ein Event auf ein bestimmtes Element zu legen. Unser Event, was wir triggern wollen, ist Change. Was heißt, sobald sich der Wert verändert, soll eine Funktion getriggert werden. Und dazu schreiben wir jetzt hier hinter einfach eine Funktion und sagen jetzt hier console.log, um das Ganze einfach mal zu testen mit Test. Was heißt, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, mir die Konsole anzeigen lasse und ich den Switch mache, sehen wir hier wunderbar, unsere Funktion triggert, es funktioniert. Aber was genau soll jetzt passieren? Mit einer If-Abfrage können wir jetzt ganz einfach festlegen, okay, ist das Ganze entweder aktiv oder ist es nicht aktiv. Und dazu brauchen wir das Ergebnis unseres Input-Feldes. Da wir das hier jedoch schon ansprechen und unseren Event-Listen dann darauf aufbauen, können wir im Prinzip einfach mit der Terminologie sys arbeiten. Was heißt sys? Punkt. Und jetzt wollen wir einfach, wenn es checked ist, dann wird dieser Wert hier im Prinzip zu true und löst praktisch die erste mögliche If-Abfrage aus. In unserem Fall wollen wir dafür sorgen, dass wir im Prinzip Output Text, wobei brauche ich eigentlich den anderen Output? Eigentlich nicht. Eigentlich könnte ich den einfach löschen, den brauche ich gar nicht. Sondern wir nehmen direkt Output Text, sagen hier inner HTML, sagen hier gleich und sagen aktiv. So, das ist Nummer 1 und unser zweiter Wert ist, falls das Ganze hier oben nämlich nicht checked ist, wird das hier zu false und löst damit die zweite Abfrage aus. Und das heißt, das hier soll zu inaktiv werden. Das Ganze speichere ich jetzt ab, aktualisiere hier mal und wie ihr seht, funktioniert das Ganze wunderbar. Ihr habt natürlich später die Möglichkeit, hier nicht so eine einfache Abfrage reinzuschreiben, sondern beispielsweise einfach diesen Wert, der hier steht, an eine Ajax-Funktion, an einen Ajax-Call abzugeben, um das beispielsweise in eine Datenbank zu schreiben oder um damit irgendeine Funktion auszulösen, die etwas auf der Seite verändert, zum Beispiel einen Nachtmodus oder keine Ahnung, blendet irgendwie die Sidebar permanent aus. Solche Sachen könnt ihr damit wunderbar umsetzen. Und wie gesagt, ein Switch ist eine wunderbare Möglichkeit, eine Ja- oder Nein-Möglichkeit an einen User weiterzugeben. Deswegen haltet ihn auf jeden Fall im Hinterkopf, weil ihr habt gesehen, wie schnell es geht. Und es ist wirklich nicht schwer. Einfach ausprobieren und selber machen.
So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung Links zu Discord-Server natürlich, auf jeden Fall vorbeigucken, aber auch zu Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Falls ihr up-to-date bleiben wollt, schaut dort einfach mal vorbei. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Amazon Affiliate-Links, wo ihr einfach mal draufklicken könnt, um 1-2 Euro bei eurem nächsten Einkauf zu spenden. Ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, nächste Woche mit einem neuen Video. Bis dahin viel Spaß und viel Erfolg beim Nachmachen dieses Videos. Bis dann. Ciao.